Da hätte ich dem ins Genick, also ich hätte dem eigentlich in den Rachen geschlagen. Ich hätte dem da ein Glas wirklich ins Maul gestopft. Also ich krieg da ja wirklich Hassgefühle, ne? Ich krieg nochmal so einen richtige Todesgelüste. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. 3000 Nachrichten. Yvonne, ich kann nicht mehr. Du musst schnell kommentieren, weil mir platzt der Hals. Das ist halt auch so geil. Ich bin halt so der Sprachrohr für euch, was ich mag. Denn ich mag es zu sprechen, beziehungsweise ja, das auszusprechen, was einfach mal ausgesprochen werden muss. Und das ist, was ich schon geahnt habe, wieder vorher, also bei der Vorschau in der letzten Folge, dass die jetzige wieder cringe, eklig, denunzierend, alles wird, was wir uns vorstellen können. Ich habe alles in Sicherheit gebracht, außer was geht. Ich trinke auch keinen Alkohol. Heute trinke ich was Vorbildliches, Ingwer-Shot. Weil ich habe gemerkt, tatsächlich, so, das lenkt mich auch ab. Von Dingen. Ich habe gestern extra, damit die Emotionen noch real sind, ja, haben wir durchgesäppt. Patrick ist im Hintergrund am Rumwüten, er war dabei, er ist mein Zeuge, upsala, dass ich wirklich dabei am Handy war, ne Schatz? Ja. Ich war am Handy, habe mich abgelenkt und nur so durchgesäppt, weil das muss ich ein bisschen, um das Video vorzubereiten, in Form von was zeige ich und was nicht, weil wir ja nicht alles mehr zeigen können. Ihr könnt aber die ganzen Folgen bei RTL Plus angucken, ne? Link dazu unten in der Infobox. So, deswegen werden wir das live machen, mehr oder weniger, und es ist eine harte Kost wieder. Es ist eine richtig harte Kost und bezüglich Bauer Patrick und seiner Holden Maid. Freunde, die haben einen Song rausgebracht. Ja, Patrick lacht im Hintergrund. Also das Ding ist, ich bin immer ein Freund davon, immer alles zu unterstützen und ja und so zu tun, weil runterdrücken oder so oder irgendwie am Erfolg hindern, das ist Scheiße. Aber für mich stellt sich hier die Frage so, hä? Was? Weil die Parallele ist zu krass. Wir sehen die aktuelle Folgen, wie er sie fertig macht auf Übelste. Übrigens hat sie in meinen Augen, aber dazu kommen wir gleich. Aber wie er sie aufs Übelste fertig macht und jetzt singen die da. Holde, holde, beid in den Sommerschein, in den Sommer. Fang ihn an zu jodeln, ey. Ja, ich meine, das passt irgendwie nicht. Klar, die wollen den Song promoten zum Sommerhaus, damit der Song halt läuft. Aber, Freunde, das passt trotzdem nicht. Ne? Also, und deswegen machen sich, glaube ich, so viele darüber lustig, weil es einfach cringe ist, wie sie da einen auf Happy Mind macht. Aber wir haben uns ja gelernt, wenn einer mit der Beziehung so zufrieden ist, dann haben wir uns da nicht einzumischen. Aber, das ist das Gute daran, am Reaction- und Meinungsblogging, dann unsere Meinung trotzdem dazu sagen und das aufzeigen, dass das so eigentlich gar nicht richtig ist und eigentlich völlig gestört und krank ist. Real Talk. Das ist einfach völlig gestört und krank und da kann man auch nichts dran rütteln. Das kann man auch wieder nicht schön quatschen, ne? Ja, so. Ein Schluck auf Sommerhaus. Addiert los. Wo bist du eigentlich? Was machst du? Ich esse. Du isst, okay, wie immer. Super. Am nächsten Morgen addiert los, weil hier ja Cosimo ist ja ausgerastet, ne? Warum eigentlich? Das fragen wir uns alle irgendwie noch so. Der Ton ist zu laut, hallo? Was hast du da an? Okay. Dein Geld hier nicht wegen uns. Hör doch mal auf, jetzt hast du dich die Tage so gut hier durchgekämpft. Scheiß auf gut und alles. Das war nicht korrekt. Was ist denn jetzt dein Problem? Ich bin abgefuckt. Ja, das fragen uns alle. Ja, dann beruhig dich erstmal. Weil du bist hier nur Show machst, nicht. Was für Show? Und da fand ich auch so ein bisschen Cosimo doch nicht so nett, wie wir uns alle denken. So. Er wirft ihr vor, wegen Geld, bla 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 bla. Dies, das. Aber ich finde auch, Patrick hat auch gesagt, die kann so gut mit ihm und der Sache umgehen. Die macht es so gut. Die ist nicht eine Cutter. Wenn die Dinge an den Kopf geworfen bekommt, die sagt, hör doch mal auf jetzt. Die wirft nicht mit zurück. Cosimo bewirft sie mit und sie wirft mit nicht zurück. Das muss man auch erstmal können, weil der provoziert hardcore. Ja? Finde ich richtig gut von ihr. Verhält sich gerade. Hä, wie redest du denn gerade? So Ego-Trip. Wie redest du denn gerade mit? Der schießt richtig rein, wirft dir Sachen an den Kopf und da so, hä, wie redest du gerade mit mir? Cosimo! What the f? Wie redest du mit mir? Ja. Wie redest du gerade da mit den allen? Ja. Wie rede ich mit den allen? Ist schon gut. Ah, super Konversation, oder? Ja. Gehen. Aber sie gibt ihm so mit Stil Kontra. Er sagt, wie redest du mit mir? Hör mal, wie redest du eigentlich mit mir? Wie redest du mit mir und den allen da gerade? Und er so, schon gut, ich will gehen. Bitte klär das, dass wir heute gehen. Ich will gehen. Das kannst du jetzt nicht bringen. Das ist nicht korrekt. Ich versteh's nicht. Cosimo, was ist denn los?
Jetzt im Ernst? Keine Ahnung, der braucht, glaube ich, mal kurz Ruhe. Ihr bleibt, ne? Ja, keine Ahnung. Hey, Cosimo. Was ist denn los, Junge? Ey. Hm? Ah, ja. Jeder hat mal so einen Mental Breakdown. Finde ich gar nicht schlimm, ne? Aber dass die immer so oft, ja, weiß ich auch nicht. Aber nein, alles in Ordnung. Hätte ich auch. Ich hätte wahrscheinlich 10 Mental Breakdowns da drin, ne? Ich habe den gerade gar nicht verstanden. Wir alle nicht. Er ist ja explodiert. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf da zusammen, was er sich da zusammengereimt hat. Ich glaube, das war ein Trigger wegen seiner Vergangenheit, weil er hat ja ganz oft gesagt, das kennt er nur so, auf mir wurde rumgehackt, er hat immer die Fehler, ihm wurde immer die Schuld für alles gegeben und immer kurz vor seinem Ziel wurde er von irgendwas weggekickt und so. Ich glaube einfach, das war ein Trigger aus seiner Jugend, Kindheit, Vergangenheit. Ne? Deswegen verstehen wir es nicht, können wir es nicht verstehen. Eine solche Wutanfälligkeit hätte man dem größten Teil sonnigen Neckar-Checker-Gemüt wahrlich nicht zugetraut. Na. Aber gut. Auf einmal schrie er nur rum. Ja. Ja, er will gehen, er will raus, alles ist unfair. Mhm. Aber sind wir mal ganz ehrlich, dass Cosimo noch da ist, ist ja echt ein kleines Wunder. Ja, das stimmt. Cosimo hat natürlich jetzt gemerkt, er muss morgen in der Exit-Challenge und sieht natürlich seine Chancen wahrscheinlich jetzt auch endlich mal sehr realistisch. Aber ich muss sagen, ich fand es auch nicht ganz cool, das zu sagen, so seit die zwei neuen starken Paare da sind, dass es halt so die Motivation verloren geht. Oder ja, aber wieso nicht, ne? Hör mal zu. Wieso nicht? Weil es doch eigentlich logisch ist. Klar, die Regeln sind immer schon so gewesen, neue Paare rücken nach und so weiter. Trotzdem aber haben die Paare, die als erstes drin waren, das Recht zu sagen, es ist zwar richtig, die Spielregeln sind so, aber trotzdem ist es nicht fair. Weil das ist nicht fair. Die kommen mit einer Gans, die kommen ausgeschlafen, die kommen mit Kraft, mit Energie. Die sind schon seit über 200 Wochen da drinne und sind schon Baller. Einer kriegt einen Mental Breakdown nach dem anderen. Und da haben die das Recht zu sagen, also unfair ist es schon. Natürlich ist es das Spiel, aber trotzdem können sie sagen, unfair ist es, weil es das ist. Ja? Und dazu muss man nicht auch sonderlich hohen IQ haben, um das irgendwie festzustellen. Butter bei der Fische, Real Talk. Eigentlich sollte das ja nur mehr Ansporn sein, quasi, oh, wenn laber nicht, komm. Leute. Also, nee, hi, du hab Vanny, ne? Ich mag dich, ne? Und ich finde dich toll und du siehst gut aus, ne? Was lachst du? Ja, aber nee, ne? Also das, was du da von dir gibst, ist gerade völliger Bullshit. Da reinkommt, dass man sich dann halt nun mal irgendwie so mehr bemüht. Ja, aber wir hängen ja alle von Anfang an ja hier. Danke. Aber das ist ja immer so, ja, im Sommer. Ja, Alter, das heißt doch nicht, Bruder! Das heißt doch nicht! Nur weil das immer schon so war. Oder dass es trotzdem fair ist. Oh Gott. Schatz, übertreibe ich? Nee, aber der arme Tisch. Der Tisch ist Bambus extra. Ja. Aber nein, das kann doch nicht wahr sein. Also so verblendet kann man doch nicht sein, das nicht zu sehen. Oh. Ihr habt ja, sag ich mal, vorher das Sommerhaus auch geguckt, oder nicht? Genau. Das Sommerhaus, ja, was ist eine Staffel, zu tun? Ist ja nicht so, dass es das erste Mal ist. Und deswegen verstehe ich auch nicht so eine Aussage. Oh Gott. Ich mach mir gleich hier im Stream so eine Skinner-Moor-Maske, ey. Bruder, im Real Talk. Apropos. Ha! Freunde. Das heutige Video wird gesponsert von Skinner-Moor. Yvonne, kennst du eine Firma, die sehr gute Reinigungsbürstchen fürs Gesicht herstellt? Ja, kenne ich. Habe ich getestet und auf Instagram auch schon gezeigt. Und zwar habe ich Skinner Moor entdeckt. Die machen jetzt nicht nur Reisebürstchen, also Bürstchen in Reisegröße, sondern auch, die haben auch noch andere Gesichtspflegeprodukte, welche auf das Bürstchen abgestimmt sind. Die Pflegeroutine von Skinner Moor ist praktisch auch natürlich vegan, mit natürlichen Inhaltsstoffen, wissenschaftlich basierte Wirkungsstoffformulierungen, für jeden Hauttyp geeignet. Und was ich sehr gut finde, 1% des Umsatzes spenden sie für Umweltprojekte. Ich habe jetzt hier einmal ein Bürstchen für euch, Skinner Moor, mit dem Aufsatz für, ja, normale Reinigung. Ich mache einfach ein Pump von der Gesichtspflege, also von dem Schaum, auf die Reinigungsbürste drauf und kreise damit 2-3 Minuten mein Gesicht. Der Reinigungsschaum, welcher ich hier verwende, ist für Regeneration der Haut, Feuchtigkeitsspenden, für jeden Hauttyp geeignet und mit folgenden Inhaltsstoffen: Virginischer Zauberstrauch, Gurkenextrakt, Betain und Kokosglucosid, also Glucosid für zur Reinigung, ne? Und Hyaluronsäure. Ist sehr, sehr, sehr schön Feuchtigkeitsspenden, kann ich absolut empfehlen. Natürlich auch vegan.
Garn. Sobald ich mein Gesicht damit gereinigt habe, also ihr könnt das natürlich mit jeder Reinigung machen mit dem Bürstchen, dann trockne ich mein Gesicht ab. Und welche ganz toll ist, die ich auch von Skin Amour getestet habe, ist die Final Mask. Die ist sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, weil sie Aloe Vera enthält und Urea. Sie ist mit Granatapfel und Vitamin E, Acetat, plus natürlich Hyaluronsäure und, was ich richtig gut finde, mit Ceramid und Vitamin B. Diese Tuchmaske lasst ihr 10 bis 15 Minuten drauf, dann nehmt ihr sie ab und massiert den Rest des Produkts, so mache ich das immer, einfach aufs Gesicht auf. Und zack, fertig ist eure Gesichtspflege. Ja, wer Skin Amour auch gerne mal testen möchte, da habe ich einen Rabattcode für euch. Das ist im Link schon drin. Das heißt, ihr braucht einfach nur in der Infobox auf den Link zu klicken und dann werden euch 15% Rabatt auf egal welches Produkt abgezogen. Ja, ich würde sagen, Happy Cleansing, viel Freude damit und jetzt geht's weiter im Video. Ja, nee, das war jetzt gerade wirklich keine Überleitung, sondern die lag hier wirklich noch eine übrig. Aber hat doch gut gepasst. Ich habe beinahe fast vergessen, unseren heutigen Sponsor zu zeigen. Real Talk, die Bürste ist wirklich geil und passt in jeder Tasche. Also wirklich gut. Ihr könnt ihr natürlich mit jedem x-beliebigen Produkten verwenden, aber lohnt sich auf jeden Fall. Aber weiter geht's hier. Das ist so ein Blödsinn dann, dass man dann sagt, ja, die Leute, die nachkommen, ist dann irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre ich von Anfang an. Oh Gott, komm. Oh Gott. Wenn ich mir aussuchen könnte, könnte ich von Anfang an. Freunde, wenn ihr dachtet, ich sei assi mit meiner Aussprache oder vulgär, was ist das dann? Also ehrlich gesagt, es gibt asozial und es gibt asozial 2.0. Ja, also die, also nee. Unsympathisch noch und so richtig, immer so mit so einer Haltung. Kennt ihr? Oh, ist anstrengend. Einfach nur... Das Angriff... auf sich verstanden, ja. Und auch ein bisschen vermutlich als Diskreditierung, ja, ihrer möglichen Leistung gegenüber. Ja, das haben die nicht gerafft, Steffen. Ne? Obwohl wirklich, da muss ja nicht viel. Aber das haben die nicht gerafft. Das kannst du vergessen. Aber so war es auch gemeint. Ich wollte einfach sagen, was auch uns bewegt. Ja. Und wenn es tausendmal in so einer Show war, ja, danke. Dann weiß ich davon nichts. Ist aber auch nicht wichtig, weil wir es trotzdem so empfunden haben. Danke. Und ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab da gar nicht... Ja, real talk, mein Gott. Weil wir, genauso wie ihr, voll gekämpft haben, voll den Stress haben. Ja. Und, natürlich kommt ihr mit voller Kraft rein. Mhm. Und ich habe euch aber eben auch auf dem Weg mitgegeben, dass ich jedem den Gewinn gönne. Ja, ja, er gönnt's jedem. Der erklärt das... psychologisch gesehen richtig gut. Er erklärt das mit ruhiger Stimme, er erklärt, wie sie das empfinden, was sie fühlen, damit der Gegenüber das, wenn er halbwegs sympathisch ist, das nachempfinden kann und verstehen kann. Nee, die hat so viel Gefühl wie ein Weißbrot im Toaster. Manchmal weiß der Toaster auch nicht, wann es fertig ist und verbrennt. Real Talk. Mit Sicherheit gönnt das Patrick und Antonia gerade am meisten, weil sie auch von Tag 1 hier sind. Ich weiß auch, dass ihr die Einstellung alle teilt. Das ist mir bewusst, aber weil ihr von Anfang an hier seid. Mir ist das schon klar. Nein, du, weißt du, ich mal so. Ich sag jetzt mal so, weißt du, wenn du ein Fahrrad drin hast und dann kommt halt vor dem Ziel jemand rein, ob der jetzt stärker ist oder nicht, das hat ja im Prinzip nichts damit zu tun. Aber du, dann einfach sagen, weißt jetzt, du, weil was? Ich mag das nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass hintenrum dann. Aber das ist aber ganz kurz. Aber die so? Ganz. Hä? Die haben es doch jetzt offen gesagt. Boah. Kurz, Christine, aber das verstehst du falsch, ja, weil es geht ja gar nicht um dich. Ja. Herr, aber ich bin doch der Nachrücker. Hä? Verstehe ich nicht. Hä, ich bin doch der Nachrücker. Ob die Spirie... ja, hä, aber ich bin das... Oh Gott. Es geht halt nur darum, dass wir quasi hier reinkommen. Und das Erste, was halt ist, ist natürlich... Ja, die Neuen. Die sind dumm, Mann. Die kommen von keine Ahnung, was für Islands. Natürlich denken die an sowas nicht. Natürlich können die sich auch nicht in andere Menschen reinversetzen. Oh, also warte mal kurz, ne? Holdemeid. Warte mal kurz. Wir haben dich hier immer verteidigt und so und alles, aber was ist eigentlich mit dir jetzt gerade schiefgelaufen, ja? Was hat jetzt Islands mit da zu tun? Du bist auch nur die Frau vom Bauersuchtfrau. Du warst auch nur eine von vielen, um erstmal kurz den Boden runterzuholen und auf die Tatsachen zu fokussieren, ja? Warum? Was soll das jetzt? Damit machst du dich unsympathisch. Wir waren alle auf deiner Seite, aber damit machst du dich jetzt unsympathisch. Weil, was ist jetzt der Unterschied zu Bauersuchtfrau
Und den anderen wie heißt das? Reality-TV, so heißt das. Ja, es gibt da Unterschiede. Es gibt reine Bumsformate und dann gibt es noch Dating-Formate, wo gebumst wird. Und dann gibt es noch Dating-Formate, wo es nicht darum geht. Okay, das meinst du. Aber trotzdem musst du das hier nicht so... Warte mal, moin, hast du... Ah, nee, warte, ich drehe, Juri. Also Diogo und ich, wir wären da anders. Wir würden da halt einfach so sagen, so krass, da kommen jetzt neue rein. Geil, das ist jetzt für uns noch mehr Ansporn, um einfach alles zu geben. Also wir sind da halt vielleicht einfach als Mensch aber okay, anders. Aber das verstehe ich nicht, warum soll es denn noch mehr Ansporn sein? Ist doch egal, Ansporn bleibt doch der gleiche, weißt du, was ich meine? Dass wir jetzt noch motivierter sein sollten, weil jetzt hier neue Pärchen auftauchen, das ist einfach Blödsinn. Und nun ist dieser unwürdige Selbsterhaltungstrieb getrübte Meinungsaustausch beendet. Fazit? Ach, das waren für mich gar keine richtigen Argumente. Also sie haben versucht, sich ein bisschen zu rechtfertigen, ihre Daseinsberechtigung ein bisschen kundzutun, aber irgendwie... Ich find's einfach unfair, immer noch. Somit sind die Fronten klar verhärtet. Und jeder weiß, woran er ist. Bis auf den bettlägerig angefressenen Cosimo natürlich. Ist okay? Hast du dich beruhigt? Ja, ich lass ihn jetzt mal in Ruhe. Ist besser. Wenn nicht sogar am besten. Oh aber so hat man zumindest da was zu bereden, nachdem hier alles gesagt ist. Was ist jetzt mit Cosimo? Ach, da braucht man ein bisschen Ruhe. Hat er sich denn dann aufgeregt? Er hat sich jetzt abreagiert ein bisschen. Der beruhigt sich jetzt. Bei ihm ist manchmal so, Emotionen kommen richtig stark so und dann geht's aber wieder. Okay, sehr gut. Sie geht einfach gut mit ihm um. Also er kann wirklich froh sein, sie zu haben. Sie ist eine gute Frau. Also ich glaube, nach dem ganzen Schiss hier brauche ich gleich erstmal eine Flasche oder so. Am besten Baldrian oder so. Baldrian-Tropfen. Ich blicke nicht mehr durch. Ja. Wieso? Ach, Cosimo muss sich erst mal beruhigen. Ich blicke hier allgemein nicht mehr durch. So. Warum? Ich finde, es ist so komisch halt irgendwie, gell? Nö. Ich finde es einfach, es ist eine typische Situation. Also ich habe schon festgestellt, dass auf einmal so zwei so Krüppchen... Was haben die da an? Mal kurz, von den Klamotten, was soll das mit diesen Pullis? Ich fand das so witzig, was zur Hölle. Schon entstanden sind, ja, einmal die Neuen, ne, also plus Cosimo. Genau. So, ne? Und die Ersten. Ja, die Ersten und auch die, ja, ne, Dekadenten hier, oder wie man das auch nennt. Aber wir sind genauso Kandidaten vom Sommerhaus wie die. Ja, und fertig. Punkt aus Nikolaus. Ja. Ne? Die haben es, die werden es nicht raffen. Die haben sich gerafft und werden es auch nicht raffen, weil die nicht wollen. Entweder. Guck mal kurz nach Cosimo. Rausgeflogen. Was ist das für ein Unterschied? Wäre doch langweilig. No. Ja. Oder? Das ist halt so. Na. Ich bin Mensch, ärgere dich nicht alle hier. Und passiert halt, dass kurz vorm Ziehbaum einer dich auf dich trifft. Und das ist halt das, was mich so krass ärgert, was ich nie in meinem Leben klargekommen bin. Ah, seht ihr? Immer kurz vor meinem Ziehbaum einer auf dich drauf. Ach, das ist ja gut. Mach sowas nicht, Mann. Unnötig. Ich möchte halt nicht verlieren. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht viel abgeliefert haben. Darum geht es nur. Na. Nicht so ab. Drinnen ist man wieder bei Sinnen. Draußen versucht man sich noch an der Analyse des renitenten Exit-Kontrahenten. Bin gespannt. Ich verstehe jetzt auch Cosimo nicht. Also, sie haben ihn so lange mitgezogen. Ja, genau. Also das verstehe ich auch nicht. Ich soll aber froh sein, dass er so lange dabei war. Ich finde, wer uns fünfmal will, kann auch einmal mit uns in eine direkte Challenge gehen. Das stimmt allerdings, ne? Cosimo hat den fünfmal gewählt, ja. Alter, was wir hier durchgemacht haben. Wenn wir morgen rausfliegen, wäre es auch gut. Aber ich gehe davon nicht aus. In meinem Mindset fliegen wir morgen nicht raus. Ich würde jetzt auch gerne ins Bett. Wir brauchen unsere Kraft. Ja. Morgen früh um 10 los. Wir sind richtig motiviert. Wir wollen das Ding morgen packen. Und wir gehen jetzt ganz happy ins Bett, würde ich sagen. Ja, wir wären auch so happy ins Bett gegangen. Aber jetzt sind wir anders happy. Und jetzt habe ich aber diese positive Spannung noch in mir. So. Wer durchgedreht ist? Ich gehe. Was bei dir? Warum ist er dann gegangen und warum ist er dann ins Interview gegangen? Ja, der weiß natürlich auch, das überlebt er nicht die Runde. Aber irgendwann ist halt auch schon fürs Aufzureiben. Ja, realistisch betrachtet sind die Chancen natürlich schon auf Seite von Steffen und Katharina. Cosimo, Natalie sind jetzt halt nicht so ein starkes Team, sondern sind hier eher ein bisschen so als Spielball genutzt worden. Und deswegen werden die das wahrscheinlich auch gewinnen. Und das weiß natürlich Cosimo auch. Man muss halt auch mal zeigen, ob du das Zeug dazu hast. Um ein paar des Jahres zu werden, oder? Oh, Schatz, du hast so kalte Hände. Raus aus den Federn und rein in den Tag. Jetzt
kommt das Gespräch, jetzt fängt es so langsam an, zwischen dem Bauer Patrick und ihr. Guckt, lass es uns angucken. Ich krieg schon wieder so eine Krawatte, wenn ich über die Situation denke. Schatz, geh mal Zähne putzen, stehen schon. Komm. Der nicht, oder was? Der nicht, das ist morgens. Er doch auch. Boah, der ist so, ach, das ist so eklig. Dieser Charakter ist so eklig. Es macht mich aggressiv. Ich will das gar nicht gucken. Weil das ist real. Der ist wirklich so. Und das sind viele Menschen, die so sind. Schatz, ich kann das nicht alleine gucken. Zieh mich nicht damit rein. Ja. Hopp. Erzählst du da? Hopp, hopp. Nein. Doch. Lass es bitte. Komm, Baby. Jetzt geh mal hopp. Schatz, ich bin nackt. Ich bin nackt. Schatz, was machst du? Schatz, kannst du mal abnehmen? Du bist und jetzt so auf die legen. Erst so will er, dass er. Erst tritt er die halb aus dem Bett raus und jetzt so legt er sich auf die. Hä? Der hat gesagt, die stinkt, die soll Zähne putzen gehen. So schwer. Ich wahrscheinlich auch hier die schwerste Frau. Die schwerste Frau im Haus. Das klingt so, als hätte ich hier 300 Kilo auf mir. Und das ist ja auch einfach Fakt. Antonia ist hier die schwerste Frau im Haus. Und das meine ich ja auch ein bisschen so zur Motivation. Ich muss sagen, ey Schatz, ich glaube, du bist hier die stärkste, ne? Ja, die stärkste, aber das sind doch so Sprüche, die haben wir doch schon tausendmal gehört. Okay, Schatz, du bist ja nicht die stärkste, sondern du bist die schwerste. So. Wenn du zu mir sagen würdest, du bist ja nicht die Stärkste, sondern die Schwerste, ne? Schatz. Ich bin fit. Was würde ich tun dann? Ja, kommt drauf an. Wahrscheinlich meine Schwärme. Ja. Ich würde meinen Neffe spielen. Mein Neffe hat bei Mois ein iPhone gewonnen, weil er den stärksten Schlag hat bei so einer Boxmaschine. Genau das würde ich machen. Der sagt einfach, du bist hier nicht die Stärkste, sondern die Schwerste. Wie viel muss dieser Typ noch tun und sagen, damit sie endlich das weitergeht? Keine Ahnung. Nee, die machen noch einen Schlagersong. Ah, die Welt ist so schön, wir wandern durch die Berge, schön. Echt? Hä? Ja, das sieht echt so. Nein. Ach so. Wir hören gleich mal in dem Lied hier rein, Freunde. Oh, 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 stinkt ein bisschen, Schatz. Ja, wie wär's mit Duschen? Was macht man da? Duschen. Deo. Nein. Deo, ach so. Über den Gestank schön drüber das Deo. Aber sie soll duschen gehen, weil sie stinkt, ne? Ich war gestern duschen. Ich war gestern duschen, deswegen geht er heute nicht. Okay. Wenn man stinkt aber, sollte man trotzdem duschen. Nur so am Rande. Now kommt die Szene in der Küche. Die ist so creepy mit der Tasse. Ich mach jetzt mal hier den Abwasch. Nee, du machst es jetzt nicht, das mach ich gleich. Du machst es sonst nicht sauber genug. Ist das sauber? Oder du machst, ja, das ist sauber. Sicher? Klar. Bist du mich eigentlich total verarschen? Schatz, steht ja schon Schatz, die ganze Zeit. Guck mal, jetzt zeige ich dir mal was. Guck mal. Und jetzt sagst du, das ist sauber. Aber die stehen. Sag doch nicht mal einfach was, ohne aber dass. Die stehen hier die ganze Zeit. Ja, aber, schon, aber die stauben doch. Keiner hat die bisher genutzt. Aber klar. Schwätzt du nicht immer irgendwas, so, das, was her. Geschwätzt ist? Sind die sauber? Ja. Schatz, wie soll ich dir denn da vertrauen? Der macht da jetzt ein Riesenfass. Es geht um die Tasse. Es geht um die dreckige Tasse. Oh. Wenn ich ab sofort, wenn ich Auto fahre und dann sage ich, Schatz, ist rechts frei, kommt jemand? Nein. Hast du überhaupt geschaut? Nö. Der will an ihr halt so viel rumschrauben. Ich verstehe, worauf er hinaus will. Er ist ein Mensch. Alles sehr genau, sehr gerade. Gibt in seinem 100% bla bla bla. Da muss er sich aber eine Frau suchen, die auch so ist. Ich zum Beispiel kann auch nicht mit einem Mann, der keine Ansprüche hat, der keine Ziele hat, der auch nicht sportlich ist, sondern der gleich, das muss es ja, sonst würde die Beziehung auf Dauer nicht funktionieren, habe ich gelernt, das kann ich euch nur aus meiner Erfahrung sagen in der Vergangenheit. Nee, wenn es zu wenig Parallelen gibt, funktioniert es nicht auf Dauer. Und deswegen habe ich jetzt einen Mann, der eigentlich alles gleich wie ich. Und es funktioniert einfach super. Aber deswegen, ich kann verstehen, was er meint, aber dann passt ihr nicht zusammen und dann sollte man fair sein und sich trennen. Und nicht den permanent den Partner fertig machen, weil er ist einfach nicht so.
Sie ist nicht so wie er. Sie denkt nicht so wie er. Er denkt nicht so wie sie. Also passt es nicht. Und deswegen, weil die bleiben, ist es unterm Strich toxisch. Weil keiner von denen ist glücklich. Der nur am Nörgeln und am Streiten. Sie permanent am Heulen. Toxisch. Scheißbeziehung. Ist kacke. Aber Hauptsache einen Schlagersong zusammen machen. Meine Fresse, echt. Ja, das reicht. Mag's halt auch immer gerne ein bisschen süßer. Das weiß ich doch, Schatz, deswegen bist du mit mir zusammen. Naja, einige Dinge, wenn ich das immer hören muss. Ist das sauber? Ja. Ja, hier fehlen ganz eindeutig einige Tassen im Schrank. Ja, aber sowas von einige Tassen im Schrank. Nach getätigtem Gesindelschindel kann man sich nun... Nach getätigtem Gesindelschindel. Ach ja, Exit-Challenge. Oh, ich habe echt Angst, ne? Ach. Wer weiß, was kommt, dann verkacken wir das. Egal. Ihr habt jetzt nicht so einen mega starken Gegner. Das macht Katharina ja halt Angst, ja, dass man das immer sagt und dann verkackt man trotzdem. Mhm. Ist ja weniger schlimm, gegen euch zu verkacken als gegen Nee, das ist mir nur völlig egal. Und dann beginnt nämlich auch das Spiel gegen die beiden. Das könnt ihr euch auf RTL Plus anschauen. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist leider, ich spoiler jetzt, Achtung, Steffen und Katharina verlieren leider gegen Cosimo und seiner Freundin im Spiel. Das ist dieses Sackwerfenspiel mit diesen Gewichten dran und Steffen hat da zum Teil auch recht, dass Cosimo sehr viel wiegt und deswegen sehr viel also Zugkraft, ne? Ja. In der Physik Zugkraft hat. Wobei du auch Kraft haben musst natürlich in den Händen, um das zu halten, aber schon, er hat schon viel Masse und es stimmt schon, ne? Ja, leider aber, also wie gesagt, verlieren sie das. Wir zeigen jetzt mal das Ende, damit ihr so ein bisschen ungefähr sehen könnt, was ich oder was wir meinen. Bitte. Keine Chance mehr. Bitte. Alter, ich kotze gleich. Den noch, Schatz, und dann ist vorbei. Vertrau mir. Konzentrier dich. Das macht sie sehr gut von Cosimo, die Freundin. Bitte. Da, Schatz, weiter so, weiter, renn weiter. Hi, Schatz, noch den rein. Kämpfe ich! Wir hätten auch die Verlierer sein können. Mhm. Cosimo hat jetzt große Fresse, ne? Und wie lang die große Fresse hält, das sehen wir dann spätestens nämlich dann darauf, den Spiel, wo er wieder verliert. Komm, Schatzi! Weiter so, Schatz! Weiter so! Bitte! Ich kann nicht mehr! Weiter so, Schatz! Ich kann weiter! Nicht mehr. Aber Steffen hat gekämpft bis zum blutigen Ende. Guck, mit deiner Hand! Cosimo sch**t aber auch jetzt rein, ne? Setz dich. Ich kriege keine Luft. Setz dich. Leg dich neben mich. No. Komm her. No, er geht direkt hinterher. Komm her, Schatz! Ein Ball! Ja! Was mir auffällt, die küssen sich nie auf den Mund, ne? Cosimo und seine Freundin, ne? Ah, doch schon. Ja? Ja, schon. Küssen dich auf den Mund, Freunde? Kommentiert das mal bitte. Ja, yeah, baby, check. Ah, doch, da. Ja, sie tun's. Okay, braucht ihr nicht zu kommentieren. Hab's gesehen. Ja, alles gut, Baby. No. Hast auch Spaß gemacht. Nein. Doch. Nein. Guck mal bitte, wie viel mehr ich geworfen habe als sie. Ja. Ich habe mir Zeit gelassen. Fokussiert. Wird halt mehr getroffen. Ich kann es immer nicht glauben, dass wir gewonnen haben, dass wir jetzt unter die letzten vier sind. Baby, ich kann es nicht glauben. Sei ihm auch gegönnt. Boah, jetzt bin ich ja völlig überbelichtet hier. Aber er übertreibt jetzt auch ein bisschen, was mir sehr leid tut für Steffen und Katharina, ne? Ich glaube das nicht, Baby. Ich alles gut. Jungs, schnell nach vorne sein. Weil die sind jetzt gerade traurig. Wenn die jetzt traurig sind, dann glauben die uns nicht mehr. Musst du gleich erstmal ausruhen, ne? Nee, ich werde den Koffer packen und los. Oh, sind sehr traurig. Und deswegen hätte sie viel mehr Säcke reinwerfen müssen. Ja, ich hätte das Dreifache, glaube ich, von das Dreifache reinwerfen müssen, damit er sich überhaupt irgendwie bewegt. Weißt du? Ich wiege ja nur 77 und er wiegt ja 114. Das stimmt. Du wolltest ja nur was essen. Aber wenn die jetzt was essen, ist unfair. Vor Cosimo. Ich glaub's nicht. Ich hätte auch nicht dran ausgehalten, sag ich dir. Irgendwann sind die Kräfte echt am Ende. So, und dann ziehen leider Steffen und Katharina noch am selben Tag aus. Beziehungsweise, nee, Freunde, es ist noch ein bisschen unangenehm, was ich sehr, sehr, sehr gemein finde.
weil die Steffen Katharina hier sehr ausschließen und dass da niemand auf die Idee kommt, die irgendwie mit einzubeziehen, finde ich ganz, ganz eklig. Das gucken wir uns noch an, bevor die ausziehen. Achtung. Ibiza safe, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Antonia, bist du dabei? Was? Ibiza? So geil ist das nicht. Aber mit uns ist anders. Oder Mallorca geht auch. Palma können wir auch. El Arenal, Alter. Ja. Das ist geil. El Arenal, okay, das wird sowieso witziger. Auf dem Schlachtfeld verloren ist doch viel besser, als rausgewählt zu werden. Guck mal, guckt euch das mal an. Also Freunde haben wir hier nicht gefunden. Wie ekelhaft. Ich finde das super ekelhaft. Ich finde das sind erwachsene Menschen. Ich hätte es von Cosimo nicht erwartet. Ich hätte es von dieser einen da, von dieser, ne, die unsympathische mit ihrem Zögling da. Okay, aber von den anderen, die so gar nicht mit einzubeziehen oder wenigstens zu warten, bis die weg sind, keine Ahnung, die sind voll betrüppelt, voll traurig, voll fertig. Und die reden über Ibiza, El Arenal und so eine Scheiße. Und machen da voll, hey, Party und was soll das? Ja, ich mache mit euch Party. Familie Dürr, ich sag's euch. Nee, Freunde haben wir nicht gewonnen. Wollten wir aber auch nicht. Mit dem Auszug der Mais Originals und dem Einzug der Sidekicks hat sich das Ding hier komplett verändert. Seid ihr alle dabei heute Abend saufen? Ja! Es fühlte sich plötzlich alles anders an. Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, nachdem die rausgegangen sind oder nur noch diese einen da drin sind, kam ich mir echt vor, da habe ich echt zu Patrick gesagt, das ist nicht mehr Sommerhaus. Das ist irgendwie Ex on the Beach, Love Island auf Sommerhaus angelehnt. Fand ich auch so ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Da hat die Produktion nicht weit gedacht. Also ich bin oder einfach keine besseren Paare bekommen für das diesjährige Sommerhaus. Aber finde ich auch nicht so richtig. Weil die sehen wir schon überall in den Formaten. Da Diogo mit Hydro Hype, Vanny, die sehen wir doch schon überall, ja. Und dann kommt da von der Couple-Challenge jemand rein, so, nee, fand ich auch nicht. Also ich weiß nicht, wie es ihr empfindet, schreibt es gerne mal in die Kommentare, aber ich hätte mir anstatt die beiden Paare noch andere Paare gewünscht. So Sommerhaus-Paare, nicht Love Island, Ex on the Beach, Couple-Challenge-Paare. Wisst ihr, wie ich meine, dieses Trash-Hopping-Paare, die sind einfach ausgelutscht, ja. So haben wir quasi zwei verschiedene Sommerhäuser erlebt, kann man sagen. Und verdient haben den Gewinn die Originals. Ja, das sehe ich auch so. Oh, so, auf jeden Fall gut. Die ziehen jetzt aus und dann geht es weiter in der Küche hier. The problem ist nämlich hier, dass vom Bauer Patrick die Holde Maid hier spült. Patrick das nicht tut und sie sich natürlich darüber aufregt, dass alle da irgendwie saufen, Party machen und die Arme alles alleine irgendwie spülen und aufräumen muss. Mhm. Komm, Ex. Einmal Ex. Komm, Jungs, was ist das hier? Einmal Tornado. Ja. Tornado, komm. Vai, Tornado, vai, Tornado. Und? Das sind so Dinge, das wollen wir im Sommerhaus irgendwie nicht sehen. Das sind so Ex on the Beach. Temptation so. Nee, ich weiß nicht, ne? Sowas wollen wir nicht sehen, oder? Entzündet den Tornado! Ja, ich find's auch trashig. Wo ist eigentlich wo ist Steffen? Ja, und jetzt geht er hin. Und jetzt fängt das Creepige an zwischen denen. Achtung. Wieso, was ist los? Schatz, was machst du? Ja. Hallo? Schatz, musst du jetzt hier wieder so ein Theater machen? Ich mach kein Theater. Aber? Das Theater hast du gerne wirklich gemacht. Was? Was hast du denn da gemacht? Nichts, wir drei Jungs haben jetzt einfach was getrunken. Wir vier. Ja. Hallo? Okay. Komm, kommt alle raus. Komm, Schatz, ich helfe euch gleich, warte. Hallo? Was ist da immer Warum, was ist denn jetzt gerade los, Schatz? Nicht? Ich habe das Gefühl, die waren alle so aufgedreht und auch so gefühlt pubertierende junge Menschen habe ich dann echt keine Lust oder war nicht da auch in der recht, Stimmung, oder? Jetzt irgendwas vorne. Zu feiern. Also, ja, aber Schatz, die Situation ist jetzt einfach so, dass wir hier mit anderen Leuten hier im Haus sind und dann, finde ich, müssen wir einfach das Beste draus machen. Dann bringt es doch nichts, dass man sich dann wieder hier mental schon wieder fertig macht und ins Bett geht. Schatz, also ich sag jetzt mal eins, wenn es drauf ankommt, wärst du immer da. Boah, das ist so arrogant, ne? Aber, ja, schon mal da. Na gut. Es wirkt Schatz, nur arrogant. Da. Das Problem ist, weißt du, du guckst immer nach allen anderen, aber guck doch einfach, dass du selber da bist. Ja, deswegen möchte ich jetzt lieber im Bett liegen bleiben, als jetzt irgendwo.
Ja, aber was willst du denn jetzt hier im Bett? Ein Bier zu trinken. Oh, Alter, warum bist du denn jetzt so angepisst? Weil du einfach vielleicht scheiße bist? Oder was ist denn jetzt los? Ich verstehe dich gar nicht. Gar nichts los, aber warum? Nein, du liegst hier im Bett und pennst und alle sind doch da. Was ist das Problem, wenn ich kurz meine Ruhe haben will? Ja, aber dann sag doch, hä, was ist denn los? Die Kommunikation zwischen den beiden, auch diese Dialoge, ne, das ist so zum Fremdschämen, ehrlich. Ja, keine Ahnung, ich komm rein, rede mit dir und dann antwortest du nicht. Ich hab doch gesagt, geh raus und hab deinen Spaß. Ich muss doch nicht immer dabei sein. Ich bin doch nicht dein Hündchen. Ja, okay, tschüssi. Ja, bleib halt drinne. Ich verstehe dich nicht. Wir verstehen dich alle nicht, Patrick. Wir verstehen dich alle nicht. So sieht's aus. Schatz, warum soll ich denn aufgeregt sein? Guten Morgen. Wir sind mega motiviert, wir haben richtig Bock morgen. Ja, okay. Jetzt wird angegriffen. Ja, okay. Und ich hoffe jetzt einfach, dass Antonia jetzt einfach auch richtig mitzieht, dass sie jetzt richtig Lust hat. Und dann, glaube ich, rocken wir das. Warum muss ich immer so viel Gas geben? Ja. Schatz, du tust immer so, als hätte ich bis jetzt noch gar nichts getan. Ja, ich sag's doch gar nicht. Du tust immer so, als würdest du 100.000% geben und nicht nur so 25. Und er? Was sagt er? Ja, Schatz, wie gesagt, der Schlüssel an unserem Sieg bist du. Mein Schatz, manchmal in den Situationen, dann setzt du plötzlich deinen Kopf durch. Da kann ich reden, was ich will. Und dann, du machst dann einfach nur noch dein Ding. Und dann sage ich, du Schatz, so und so, ist dir dann egal. Der ist so hardcore unangenehm, ne? Wichtig ist, dass man hier alles abspricht, was man macht. Und nicht plötzlich sein eigenes Ding durchzieht. Klare, präzise Anweisungen geben. Oh, Alter, Bruder, wie... Ich sag das, was ich meine. Gerade in dem Thema Vertrauen, Schatz. Weißt du, oftmals frage ich dich irgendwas, dann kommt eine Antwort zurück. Aber diese Antwort, die hast du selber nicht mal überprüft. Gerade heute mit dem Glas. Oh, Bruder, Baby, diese Gelaberei von dem. Das sind einfach so Sachen, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Ich muss ja wissen, kann ich mich auf die Antwort, die du mir gibst, verlassen? So. Oh Gott. Und Mut ist natürlich auch sich in zum Beispiel in der Höhe auch mal Mut zu beweisen und sagen, okay, ich kann mich überwinden. No! Schon ein bisschen Angst. Schatz, du hast halt einfach Angst, du hast einfach ein bisschen Höhenangst. Okay? Aber dann musst du dir einfach selber auch einreden, es kann dir nichts passieren. Okay. Und wenn du fällst auch keine 10 Meter, sondern vielleicht einen. Das Problem ist bei der Antonia die Kopfsache. Und das macht extrem viel aus, zu sagen, ich mach das, ich schaff das, ich kann das, ich will das. Und ich weiß ganz genau, dass du jetzt wieder Eier flattern hast vor der nächsten Challenge. Ja, alles das ist doch, wenn man das ja jemandem schon einpflanzt. Ich weiß ja jetzt schon, dass du wieder Eier flattern hast vor der nächsten Challenge. Da setzt er es doch schon bei ihr, der impliziert es doch. Das ist doch krank, was er da macht. Also, dass er das selber nicht checkt. Das ist dann für mich, kann nur sadistisch sein und auch narzisstisch. Anders kann ich es mir nicht erklären. Sorry. Real Talk. Küchenpsychologie. Sieht man doch. Also, ne? Also, ist ja nur meine Meinung, meine ganz bescheidene Meinung, ne? Also, aber ich sehe das so. Mit Watte, Wölkchen, Wetter und Frohlock Fauna dringt ein neuer Tag ins sommerhäusliche beherbergten Bewusstsein ein. Hey, guten Morgen, Leute! Ja, guten Morgen! So, es geht zum nächsten Spiel, Freunde der Sonne. Und das Spiel ist natürlich, wir hätten was anders gedacht, nicht sonderlich für Cosimo gemacht. Aber bevor sie alle in diese Arena eintreten, gibt's noch einen schönen Talk. Mal wieder. Ey, wenn ich Antonia wäre, ne? Ich meine, okay, ich wäre gar nicht mit so einem Trümmerhaufen zusammen, ne? Aber, also ich war ja mal mit so Trümmer... Nein, mit so einem Trümmerhaufen war ich nicht zusammen. Andere Trümmerhaufen. Aber, wenn ich Antonia wäre und ich will mit dem Trümmerhaufen zusammen sein, aus welchen Gründen auch immer, ich würde mir so Oropax holen oder ich würde mir den Kopf an die Wand schlagen permanent, weil der einen tot quatscht. Der labert einen tot, Schatz. Ich weiß. Das weiß ich. Das kann man sich ja schon als Zuschauer nicht geben. Ich habe Handy, Patrick lacht sich nochmal tot und will mir das Handy so aus der Hand reißen, weil er sagt, doch, du musst da jetzt durch, mit mir zusammen. Und ich so, nein, ich muss mich ablenken, weil ich so mich fremdschäme und so in eine Emotion voller Wut bekomme gegen solche Menschen. Ich kann nicht anders, um mich abzulenken. Na? Geht auf keine Kuhhaut sein Gelaber. Guck mal, es geht jetzt hier weiter. Unsere stärksten Konkurrenten. Mhm. Vanessa, an der ist ja nichts dran. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jetzt fängt er an. Das ist seine Meinung. Es ist auch okay. Wir wollen nicht alles so aufs Bodyshaming, ja, gehen. Aber er denunziert trotzdem, weil irgendwie... Aber
Er darf natürlich seine Meinung, also ich finde es im Internet, also ich finde es online schwierig, dass wir jedem seine Meinung absprechen. Deswegen spreche ich ihm die hier nicht ab, weil er das nicht so, also er meint das nicht in dem Kontext böse ihr gegenüber, der Hydro Hype Valley. Aber wie er dadurch durch die Blume seine eigene Freundin aber denunziert. Achtung, Achtung. Ich auch, glaube ich, einfach zu mager für manche Sachen. Tatsächlich ist der Body von Vanessa für mich einfach ein bisschen zu kindlich. Sie hat ja eigentlich keinen Hintern, sie hat keine Hüfte. Ist seine Meinung. Aber ob man das so sagen muss, dass der Körper zu kindlich ist und dass sie keinen Hintern hat? Stell mal vor, es wäre andersrum. So, ne? Schwierig. Klar, Brüste, die sind ja nicht echt. Ich hätte da Angst, dass irgendwas kaputt geht. Ja. Ich gucke einfach, dass ich mich ausgewogen ernähre und nicht vom Magerquark. Oder? Verstehe ich nicht. Jetzt verstehe ich auch, warum sie so mager ist. Warum? Ja, daher. Und ich finde sie überhaupt nicht mager. Also ich finde Hydro Hype Vanny sehr trainiert. Die hat eine geile Figur. Ist aber alles Ansichtssache. Aber ich, dass er sagt, an ihr ist nichts dran, sie hat keinen Hintern, das stimmt ja voll nicht. Ihr Hintern ist super. Ja, einfach mal kurz Real Talk, um das ganze Verständnis mal wieder herzustellen. Ja, aber eigentlich spielt es doch überhaupt gar keine Rolle, ob jemand dünn oder so ist. Es kann ja auch jemand sehr drahtig sein. Zum Beispiel Käfigkämpfer. Ja, also Free Fighter sind sehr dünn, sehr drahtig, aber haben eine enorme Kraft, weil sie überhaupt nicht auf die Masse ankommen, so, ne, eigentlich. Bei den meisten Spielen, ja. I don't know, ob das so sein muss. Ich find's auf jeden Fall eklig, weil er praktisch eigentlich nicht die Hydro Hype Vanny so denunziert, sondern eigentlich seine eigene Frau. Aber es kommt jetzt noch. Du warst ja früher, warst ja immer ein bisschen dicklicher. Deswegen hast du jetzt so einen breiten Hintern. Du warst früher dicklicher, deswegen hast du ja jetzt so einen breiten Hintern. Das sagt er zu seiner Frau, Baby. Ich weiß, ich sage, das ist zu eigenen Frau. Der sagt das zur eigenen Frau. Du warst früher dicklicher, deswegen hast du jetzt einen breiten Hintern. Bruder. Und dann hast du abgenommen und dann ist jetzt eine schmale Taille. Trotzdem ein breites Becken. Deine Statur und dein Knochenbau, der passt sich wahrscheinlich immer schon so ein bisschen ja, an deinen Körper an. Weißt du, was ich meine? Was soll das? Was soll dieser Talk? Was soll dieser Talk, verdammt nochmal, mit deiner eigenen Frau, meine Fresse? Schon immer wenig gegessen hast, dann wirst du halt auch kein so ein breites Becken bekommen. Was labert der? Das ist. Was labert der für eine Das ist unfassbar, wie er sie permanent niedermacht. Es ist einfach unfassbar, unfassbar. Auch in der Küche beschäftigt man sich mit Ernährungsaltlasten. Gut. Dann beginnt das nächste Spiel. Das könnt ihr euch, wie gesagt, auf RTL Plus anschauen. Und da müssen sie halt die Wand hochklettern, ne? Und das schaffen eigentlich alle. Es kommt dann nur auf die Zeit drauf an. Und dann wird jetzt hier der Bauer Patrick von seiner holden Maid auch noch im wahrsten Sinne des Wortes gebauchpinselt. Gut, der hat Bauchschmerzen, hat das alles durchgezogen, das Spiel und so weiter. Und jetzt schaut mal, das ist eigentlich das, was er jetzt bekommt, bräuchte auch mal eigentlich sie, ja? Ich fühle mich echt nach jedem Spiel einfach immer so nutzlos. Ah. Alles gut, Schatzi, alles gut. Ah. Ja, ich sag ja immer, ich kämpfe immer am besten für zwei. Und am liebsten mache ich auch immer Sachen selber. Dann weiß ich, dass es richtig gemacht ist. Aber da kann man das doch nur so machen. Bruno, ich will ihm rein. Das Kabel. Egal, mit Kabel oder ohne. Entschuldigung. Ich mach Spaß, holy Kindies. Fächchen. Ja, die kennen das schon, die sind gestört wie ich. Ach, Freunde. Das hast du super mit gemacht. Hast du super gemacht, ja. Hast du ganz toll gemacht. Mega. Ja, mega. Echt, wenn es einer verdient hat, hier zu gewinnen, dann nur du. Dann nur du. Nicht mal ich. Nein, nein. So weit hat er es schon sie gebracht, dass nein, sie hat es überhaupt nicht verdient, weil sie hat nicht eine Minute gekämpft. Boah, nur er ist, der liebe Gott, er ist hier. Oh, wir müssen alle niederknien. Patrick hat echt heute mal wieder bewiesen, dass er echt die 50.000 Euro verdient hat. Also so eine krasse Leistung. Die küsst ihm noch die Hand, alter Bruder. Die sitzt da, Baby, und küsst die Hand noch.
Oh, mein Herr und Gebieter, mach mich weiter fertig, ja. Ja, so, ne? Ja, mach mich weiter fertig, nee, so rum, ne? Mach mich fertig, ja, schrei mich an, denunziere mich, mach mich fertig, ja, ich bin die Schreckliche, ich bin so ja, ich weiß, aber du bist alt, Bruder, die muss doch mal einer auch wachrütteln, oder? Oh. Das ist echt der Wahnsinn. Also Respekt, Respekt, ja, Respekt. Ja, Respekt. Ja, Respekt. Und er? Oh Gott, Alter, Bruder, geht, Alter, bei denen. Dann kommt die Spielauflösung. Und dann beginnt das Drama erst so wirklich. Denn gewonnen haben diese beiden Grazien. Geil. Halbfinale. Es hatte 11 Minuten hinten dran. Der Superbauer samt Anhang. So, und Antonia und Patrick, halt Zweite, haben nicht gewonnen. Und jetzt wisst ihr, was kommt? Patrick hat den Kaffee auf. Geil, Schatz. Yeah, yeah, yeah. Wir sind schon mal entspannt. Mhm. Boah, irgendwie, ja, echt die Motivation geht langsam von Spiel zu Spiel. Also, weißt du, wenn ich besser drauf gewesen wäre, ja, wäre da schon noch einiges gegangen. Weißt du, ich war jetzt ja einfach nur vom Bauchtechnischen her, war es einfach am Ende. Ich war ja einfach ein bisschen gehandicapt. Ja, okay. Schatz, dir macht keinen Vorwurf. Ja, Schatz, nein. Das ist Bombe. Ja. Bombe. Bevor es aber so richtig weit eskaliert, haben wir erst noch ein Spiel zu drei Mannschaften hier. Wir blenden das ein. Es geht hier um dieses Drücken, um dieses Kackspiel. Kennt ihr das hier? Drücken! Erinnert ihr euch an letzte Staffel? Wie schon die Nahen, ja. Was und ziemlich Teil übel zwei ist. Ja, lauf doch zu mir! Ich lauf doch! Nein, tust du nicht! Ich merke, dass du den Druck wegnimmst. Guck mal hier, drück doch mal! Und mach nicht den Arm so die ganze Zeit so weg, sondern hier, halt ihn doch da. Ja. So, und drück. Druck, Druck, mehr Druck. Mehr Druck, mehr Druck, mehr Druck. Das in der Mitte. Was? Das in der Mitte. Ist doch egal. Druck, 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 Druck. Achtung, nicht schief, komm. Druck. Fuck. Schatz! Warte! Was hab ich dir gesagt? Schatz, tut doch mal! Die sagt doch drück! Was machst denn du jetzt? Das bringt doch nichts. Mann! Mach jetzt! Das Problem bei Antonia ist ja, wenn ich sie jetzt motiviere über Anschreien, bringt ja nichts, wenn ich normal... Wenn ich sie motiviere übers Anschreien, bringt ja nichts. Hat er eigentlich schon was von positiver Motivation gehört? Bruder, Alter. Hab ich jetzt dann heute mal probiert. Es bringt dann genauso wenig und ja, es kann nur Antonia ändern und sonst kein anderer. Ach so, nee, deine Art, die kannst du, da haben wir vielleicht ein bisschen zu schrauben, darüber haben wir noch nicht so drüber nachgedacht, oder? Wird doch jetzt nicht so schwer sein. Halt so doch einfach mal deine Schnauze. Ich will so gerne für Antonia da ins Bild springen und sagen, halt doch einfach mal deine Schnauze, was denkst du eigentlich, wer du bist? Oder? Das würde ich am liebsten mal einfach so sagen. Man kriegt richtig Hassgefühle. Guck mal, du bist immer ein bisschen zu langsam. Halt doch die Schnauze, Mann. Weil du gedreht hast. Das hält. Ja, es sind immer die Frauen schuld auch, ne? Bei den Männern, oder? Merkt ihr das hier? Ja, Alter, können wir vergessen. Lass es. Schatz, ich möchte jetzt nicht meine Kraft noch. Warum, wir tauschen jetzt gleich den Arm? Ja, wäre mega. Meine Hand war nur noch so. Also. Er drückt halt dann einfach auch zu feste. Das ist ja auch nicht so. Klar, du musst drücken. Aber wenn einer zu feste drückt, geht's ja auch daneben. Ja, man muss schon eine Balance finden. Aber der gibt permanent seiner Maid die Schuld hier. Irgendwie machst du irgendwas. Ja, es ist immer sie. Es ist nicht er, ne? Es ist nicht er. Ist aber auch ein Spiel, ja, muss ich sagen. Ist wirklich ein Spiel. Also ich würde eigentlich auch einen Wutanfall kriegen, glaube ich. Irgendwas machst du falsch. Diogo und seine Frau machen das richtig gut. Schatz. Zwei. Gewonnen. Ja! Gut gemacht. Sehr geil. Halbfinale. Ja. Guck mal kurz her. Sportlich und mental sind die richtig gut, ne? Mach so. Jetzt macht er einen Vortrag. Der hält jetzt der erstmal einen Vortrag. Bin schon wieder überbelichtet. So, der hält jetzt der erstmal einen Vortrag, wie es richtig geht. Mann, das Spiel ist verloren. Hör doch einfach auf. Aber der hat das richtig. Der braucht das richtig, so förmlich. Ja. Ich will mal wissen, wenn du. Warum kannst du nicht einfach mal ein bisschen zurück? Guck mal, ich war so. Ja, okay. Ich halt nicht. Guck mal, probier mal. Ich will nur mal, dass du. Am Ende diese Scheiße runterzugehen, ja, macht am meisten Spaß. Ich habe also laut mir mein Bestmöglichstes gegeben. Klar, laut Patrick hat es nicht gereicht, aber ich habe mich eigentlich schon sehr auf das Spiel konzentriert, das muss man sagen. Wenn wieder noch ein Spiel kommt mit Arm, ist vorbei. Ja, jetzt haben wir eh keine Chance mit Patrick und Antonio. Warum? Geh mal. Und jetzt beginnt das Richtige erst. Achtung. Ich habe schon gemerkt, so nach dem zweiten Mal, wo es uns runtergefallen ist, so boah, meine Kraft hält nicht mehr lange. Also wir waren wirklich schlecht. Wir haben, glaube ich, nicht mal acht oder sowas geschafft. Hm.
Das halten wir jetzt zusammen durch, Freunde. Sag doch, was los ist. Ne? Was musstet ihr denn machen? Das ist so ein Alter. Ja. Ich fand es echt nicht ein Problem, Druck auszuüben. Da kann ich ja die ganze Zeit stundenlang kann ich ja so an der Wand stehen. So, und nur, wenn ich gewechselt habe, so, zack, bumm, wieder an meine Brust hin. Okay. Überhaupt kein Problem so. Und wer hat gewonnen? Glückwunsch! Cool, dass wir das einfach so als Team geschafft haben, dass man einfach so ja, sieht, dass man sich auch auf den anderen verlassen kann. Es wäre, sag ich mal, heute mit Antonia nicht möglich gewesen, dieses Spiel zu gewinnen. Ich fand es dann einfach schade, weil irgendwie, ich habe immer das Gefühl, er hat auch teilweise, muss ich sagen, so bei ihr, ja, das Feuer in den Augen, das hat einfach gefehlt. Das auch, ich glaube, dieser. Oh, der labert zu einer Scheiße, der labert zu einer Scheiße, 24/7 labert der eine Scheiße. Der Wille unbedingt, der war nicht da. Was ist los, Schatz? Hä? Was war denn los, Schatz? Hm, sag mal. Warum bist du so doof? Hm, Schatz? Ich hab das gemerkt. Schon beim dritten Stein hat die schon drücken müssen. Ja. Weil du mir gesagt hast, ich soll drücken. Und ich ja, natürlich. Du musst die ganze Zeit musst du Druck ja, Druck, eben hab ich das gemacht, die ganze Zeit. Ja, Schatz, sag mal, aber bist trotzdem so doof. Aber da kam nie was an ja, bei mir. Ja, ich hab aber. Da kam nie was an bei mir. Es kommt hier nur wieder was an bei mir, dass ich dich vor anderen hier niedermachen muss. Weil das kommt bei mir an, weil das macht mich geil, das tönt mich an. Wenn andere hier sitzen und du daneben vor allen allen eine Show abzuziehen, dich fertig zu machen, das macht mich an, Schatz. Hm? Sag mal, warum bist du so glaub mir. Ich habe ja auch immer gesagt, drück. Der hat einmal gesagt, fest. Ja, du musst die ganze Zeit hin und her schieben im Prinzip. Ja, Schatz, sag mal, warum bist du jetzt so doof? Ich stand da, denk mir, Schatz, du musst auf mich zukommen. Ja, bist halt doof. Haben sie so hergelaufen? Ja, genau, so haben wir das auch empfunden. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du keine Kraft hast oder sonst was. Aber wenn schon einer so dahergeschlappt kommt, so, dann habe ich das Gefühl, was soll ich da machen? Mhm. Ganz ehrlich, Antonia stand so da. Nicht so. Hey, was ist denn los? Jetzt äfft er die nach. Was ist denn los? Jetzt äfft er die nach. Da hätte ich dem ins Genick, also ich hätte dem eigentlich in den Rachen geschlagen. Wenn das der Pater gemacht hätte vor anderen, ich hätte dem da ein Glas wirklich ins Maul gestopft. Wirklich, in seine Breitmaulfresse. Wirklich, ich hätte es gemacht, Schatz. Und dann noch mit so Glas, so. Also ich krieg da ja wirklich Hassgefühle, ne? Ich krieg da richtig Mordgedanken bei so manchen Menschen. Vor allem bei Männern auch noch, ne? Es darf auf beiden Seiten nicht geschehen. Aber bei Männern kriege ich noch mal so richtige Todesgelüste. Also in so einer Situation bringt es gar nichts, dem anderen Vorwürfe ja, zu machen. Jeder normale mach mal draufdrücken, ja. Das ist dann, ja. die fühlt sich sowieso schon schlecht. Ja. Dann, ne? Und dann noch mal so als Partner noch mal drauf, ja. Finde ich dann nicht gut. Wenn nicht irgendwas kommt, wo ich das alleine rock, dann ist wahrscheinlich vorbei. Weißt du, ich kann ruhig bleiben bei Antonia, ich kann schreien. Vor allem, der labert jeden voll. Jeder, der im Haus kommt oder ist, labert der voll mit, wie scheiße Antonia ist. Bruder. Entschuldigung, Hundekindis. Ja, jeder macht Fehler. Für mich persönlich wäre es jetzt krasser, wenn Diogo immer sagen würde, ja, was bist du so? Ja, ehrlich. Stellst du das nicht hin? Bist du dumm ja, oder so? Ja, ehrlich. So, das würde mich eher runterziehen. Ja. Die kann sich nie so, weißt du, einfach mal auch überwinden oder sowas, mal zu sagen, komm, jetzt. Patrick hätte sie ein bisschen unterstützen sollen. Und so. Dass sie das nicht sieht, was das für ein Typ ist, was das für ein Mensch ist. Nee, die singt doch mit dem Holly Holly Maid, ey. So, hey, komm, Schatz, mach weiter, komm, wir schaffen das, dies, das. Einfach so positive, aufmunternde Worte, das hilft auch oft echt viel. Ja, das weiß auch jeder normale Mensch eigentlich. Macht euch bereit für das nächste Spiel. Wir hatten einen Plan. Abturnt. So fing alles an. Richtig abturnt, der Typ. So, jetzt sind die hier im Schlafzimmer, geht weiter, Freunde. Ey, guckt's euch an, guckt's euch an. Schatz? Ja? Ja? Komm mal. Was? Ich will, dass du mich weiter erniedrigst und fertig machst und mich hasst. Und vor allen Leuten mich, wie sagt man? Demütig. Hä? Demütig. Was? Demütig. Ja. Was soll ich machen? Mich fertig machen. Ich glaube, ich werd krank. Im Kopf vielleicht, ja? Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist, Alter. Sie braucht irgendwie was von Liebe und er. Also mit dir gewinnt echt kein Blumentopf, Schatz. Nein, muss man echt sagen, Alter. Als er Bauch hatte, hat sie sich um ihn gekümmert, die Bauch gepinselt. Sie sagt, ich glaube, ich werd krank, ja, im Kopf vielleicht. Bruder, der Typ, ne, ist next level. Der ist next level, wirklich. Verschwind's mal, wenn man spielt, was du einfach mal bewältigen musst, dann kommt gar nicht. Der hat sich so ein bisschen eingereiht. André Mangold, Mike, was war das noch? Lisha. Und jetzt kommt Bauer Patrick. Der hat sich da eingereiht, ja, von den Formaten, im Verhalten, den Formaten, ja. Ich krieg so eine nasse Hand, so.
Gott. Ich habe gedrückt, okay? Ich erkläre es dir jetzt nochmal. Ich habe gedrückt und das hast du ja selber gesehen, dass ich immer mein Gesicht verkrampft habe, weil ich mich komplett gegen dich gelehnt habe, ja? Ich hätte natürlich auch schon bei den ersten... Nee, du musst jetzt nicht laut werden. Du musst nur ertragen, wie ich dich permanent fertig mache. Aber du musst jetzt nicht laut werden. Weil du kapierst es nicht und jetzt erkläre ich es dir noch ein einziges Mal und dann möchte ich ja darüber nicht mehr reden. Ja, das hättest du mal früher sagen müssen, Antonia. Reden kostet dich jetzt auch schon Kraft. Ich habe es versucht, okay? Man muss es ja nicht versuchen, ja, sondern man muss es richtig machen. Oh. Und auch mal einfach Ehrgeiz entwickeln und auch mal was wollen. Ja, ich hab doch alles gegeben, Mann. Wenn die schneller sind, kann ich doch nichts dafür. Man kann hier nur gewinnen, wenn man auch mal sich zwingt. Aber Schatz. Ich habe das Gefühl, du hast dich in deinem Leben noch nie gezwungen für irgendwas. Aber das ist doch nicht fair. Ey, ganz ehrlich, ich reiß mir hier die komplette Bauchdecke auf. Ich gebe immer alles. Ich habe Bauchschmerzen wie bei einer Geburt. Und ich habe Bauchschmerzen wie bei einer Geburt, sagt er einfach knapp. Ich trage uns die ganze Zeit irgendwie durch die Spiele. Und sobald mal was von dir auch wirklich verlangt wird, dann ist es gleich aus. Ich habe einfach das Gefühl, du müsstest doch deutlich stärker sein wie die Melle. Ich sehe da keinen Biss. Schau mal in der Messe an, okay? Die kommt an. Bei dir. Guck mal, allein von deiner Körpermasse her. Bei dir ist ja gar nichts los. Ich kann halt nichts. Die Frage ist doch, warum? Warum? Schatz, du musst jetzt auch ich mal... Ich hab's doch jetzt kapiert, okay? Ich aber Schatz, wie oft hast du hier schon gesagt, hast du kapiert? Wie oft hast du das hier schon gesagt? Sie kann es und wird es nicht ändern können, weil sie eben so ist. Boah, Bruder. Sag's mir mal bitte, wie oft hast du schon gesagt, hast du kapiert? Ganz sie hat kapiert, was er sagt, ja, aber sie kann Dinge einfach nicht ändern, weil sie nicht so ist. Ändert sich dadurch was? Nein. Ja. Ich bin halt ein Versager. Oh Gott. Und jetzt fängt die Leier wieder an. Kennt ihr? Und wenn man nichts dran ändert, dann bleibt man das auch für immer. Der sieht das einfach nicht, ne? Der sieht das nicht. Der sieht nicht, was er ihr antut, oder? Die psychische... Das Wort kann ich nicht aussprechen. Das wird sehr gelb bis wieder. Aber das sieht er einfach nicht, oder? Junge Bruder, alter Schwede. Aber ich find's einfach mir gegenüber einfach nicht fair. Frag ich, was machen die anderen Mädels anders wie du? Du hast auch zwei Beine, zwei Arme. Oh mein Gott. Ja, dann sag ich, da muss es am Kopf liegen. Baby, nächstes Mal, Finale. Vorschau. Ab jetzt sind wir gegen. Wir müssen es heute schaffen. Angriff, Attacke. Da steht schon Sieg auf der Stirn. Mhm. Mit Maschine beschert zusammen. Können sich einen Arsch stecken. Jetzt geht's um den Wurst. Mhm. Schatz, ehrlich, Alter. Wir wollen unbedingt ins Finale. Schatz! Schreibe jetzt an. No. Du musst jetzt nicht anfangen zu weinen. Das reicht mir jetzt. Hey! Natürlich will ich das gewinnen. Die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm, Schatzi, du sagst es. Freunde der Sonne, ja. Ich bin erstmal froh, dass wir das hier gemeinsam überstanden haben. Erstmal wieder vom Bauern Patrick die Scheiße anzuschauen, sag ich euch, ja? Na, Real Talk. Sachlich bitte in die Kommentare eure Meinung. Mir fehlen immer noch die Worte. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach auch nicht mehr ertragen, dieses Kranke, ja? Ich kann das nicht mehr ertragen, diese kranken Beziehungen. Das ist so übel. Schreibt es mir unten rein. Ich gehe mir jetzt erstmal was essen und ein Weinchen trinken. Und vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt gesund. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich hab euch lieb. Tschüss zusammen.